Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Withering Rooms. Ja, wir sind jetzt in der Cholera-Klinik, die wollte ich ja nochmal in Angriff nehmen. Und das Rätsels Lösung steht hier geschrieben. Bla 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 bla, sorgfältig, spricht zu vielen, wenige werden ihr folgen, mal die jene Botschaft ignoriert haben. Na. Gut, okay, wir versuchen es mal rauszufinden. Ich bin mir jetzt nicht ganz im Klaren, wie wir das Rätsel hier lösen sollen, aber es hängt damit zusammen, dass wir hier runterhüpfen müssen. Das hängt mit diesen Leichensäcken hier zusammen. Da sind drei Leichensäcke. Und hier sind keine Leichensäcke. Moment mal. Ich habe das nur mal kurz überlesen, damit ich nicht allzu doof dastehe hier. Okay. Sonst hilft nur Trial and Error. Hier sind drei. Hier sind auch welche. Eins, zwei. Okay. Zwei Leichen. Gehen wir mal rechts runter. Groß. Vier. Drei. Klein. Jetzt bin ich wieder hier. Aha, viele. Wenig, okay. Groß. Aha. Klein. Wie viel sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Aha. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ja, anscheinend. Okay, das war mehr Glück als Verstand, aber ich habe es irgendwie geschafft. Kellerflur, oh nein. Monster voraus, ne? Okay. Moment, Leute, ich bin der Feuerballmeister. Jetzt mal Ruhe bewahren hier. Oh Gott, ich glaube, ich bin fast gestorben, ey. Ich glaube, ich bin gestorben. Ich habe schon den Todesschrei von Nightingale gehört, glaube ich. Oje, oje, oje. Komm hier. Okay, gut, gut. Gut. Konnte ich ja nicht ahnen, dass hier noch mehr Monster sind, ey. Tut mir ja leid, aber... Ist ja nicht so, dass ich die Items nicht gebrauchen kann. Aber der Feuerballzauber haut schon rein, unglaublich. Mal gucken, hier sollte noch irgendwas liegen, genau. Da haben wir noch eine Truhe. Ring des Jägers. Und noch mehr ist hier versteckt. Ah. Jetzt mal gut drauf achten.
Da. Okay. Gut, Waffen-Upgrade-Kit. Ich liebe dich, dunkler Keller. Ich liebe dich, dunkler, schleimiger Keller. Oh Mann, Mann, Mann. So. Heiligtum der Nachtmutter. Haben wir nicht sowas ähnliches schon mal gesehen? Ich geh einfach mal rein. Hallo? Ist das normal, dass hier Blut auf dem Boden ist? So knöcheltief? Na gut. Wie sie meinen. Hier ist, glaube ich, auch nichts mehr zu finden, ne? Nee, okay. Nur ein NPC. Aha. Ah, Nightingale. Ich habe dich erwartet. Ich kenne deine ältere Inkarnation und sie ist ziemlich wild. Es war nur eine Frage der Zeit, bis du kommst. Ich bin Lara, Nachtmutterschülerin. Ich glaube, du hast meine ältere Inkarnation zerstört. Ich mache dir keine Vorwürfe. Sie wurde vom Elendskönig gefangen genommen und eingesperrt. Zweifellos benahm sie sich nach so vielen Nächten wie ein rasendes Tier. Du bist über die Tiefen von Mosenhaus hinabgestiegen. Das kann nur einen Grund geben. Du willst die tiefsten Geheimnisse des Traums erforschen. Uns wurde eine goldene Gelegenheit geboten. Frag dich selbst, würde ein Götze, der fähig ist, ein ganzes Universum zu erschaffen, uns ohne Grund in die Hände gegeben werden? Wenn man an das Leben nach dem Tod denkt, stellt man sich ein ewiges Leben vor, frei von Leid. Der Traum kann uns das bieten. Der erste Schritt ist, alle in den Traum zu bringen, nicht nur ein paar Auserwählte. Der zweite Schritt ist, den Traum vom Leid zu reinigen, wofür wir dank der Magie die Werkzeuge haben. Millie Irwood entdeckte eine Methode, den Blick des Traums zu weiten. Genug, um den gesamten Planeten zu erfassen. Oh nein, sie will all den ganzen Planeten hier in den Traum holen. Naja, ich weiß nicht, ist das gut, ist das schlecht? Muss ich nochmal überlegen. Sie hatte Bedenken bezüglich dieser Vorgehensweise. Aber wir, treuen Jünger des Eisernen Gottes, sie, die den Traum erschafft, die Nachtmutter, wir sind nicht beeinflussbar. Wir müssen die Instrumente der Nachtmutter sammeln. Dies sind heilige Artefakte, die von Millie Irwood, der größten Hexe, die der Traum je gekannt hat, erschaffen wurden. Sie hat sie im ganzen Traum verstreut, um uns davon abzuhalten, sie zu benutzen. Sammle die 5 Instrumente der Nachtmutter. Ich glaube, 4 habe ich davon schon, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Die Puppe, dieses Kostüm und so weiter und so fort. Den Ring oder dieses Amulett, was ich trage, auch. Na, mal schauen. 1 fehlt, glaube ich, noch. Dann brauchen wir eine große Sammlung von Götzen. Diese befinden sich in einem großen blutigen Turm, weit im Osten. Wenn du sie vollständig unter deiner Kontrolle hast, kehre zu mir zurück. Voraussetzung? Um die Welt in den Traum zu bringen, müssen zuerst die 5 Instrumente der Nachtmutter gesammelt werden. Du hast den Gegenstand Ring der Nachtmutter gefunden. Du hast die Nekromantenpuppe gefunden. Du hast den Gegenstand Nachtmutter Amulett gefunden. Du hast die Maske der Nachtmutter gefunden. Ich glaube, der Gegenstand Klinge der Nachtmutter befindet sich im elenden Blackett House. Na, da kommen wir noch nicht rein. Da war der Generator noch nicht aktiviert oder so. Ja, okay. Schließlich musst du zu mir zurückkehren, sobald du eine große Sammlung von Götzen gesichert hast. Quest abgeschlossen. Okay. Und eine neue Aufgabe. Beschaffe eine große Sammlung von Idolen und kehre zu Lara in die Cholera-Klinik zurück. Okay. Ganz viele Quests abgeschlossen. Yay. Gut, da habe ich denn doch schon etwas proaktiv gespielt anscheinend, ne? Gut, und nur noch das Nachtmutterschwert ist zu finden. Alles klar. Flucht? Möchtest du in die Oberwelt zurückkehren? Nee. Ich habe Angst, dass ich da, dass denn die Monster respawnen. Ich will erstmal gucken, was hier im Weinkeller ist. Hier war ich ja auch schon mal, ne? Okay, nicht nötig, ich bin wieder hier. Alles klar.
dann werde ich mich jetzt mal zur Arena begeben. Wir haben ein paar neue Aufgaben gekriegt, aber nichts Unmittelbares sozusagen. So. Ab zurück ins Untersuchungszimmer. Und dann flugs auf den Friedhof teleportiert. Ja, und wie gesagt, dann können wir endlich Richtung Kirche gehen. Muss mich nur mal noch kurz versuchen ein bisschen. So. Okay, kann ich denn hiervon noch ein paar Zaubersprüche machen? Ja, ich will jetzt auch nicht völlig unvorbereitet an die Arena gehen. Kaufen. Gut. Yo, hurra dich selbst. So. Weil langsam, ja, solltest du dich mal dran gewöhnt haben, dass ich hier immer wieder bei dir einkaufe. Okay, alles klar, sollte reichen erstmal, glaube ich. Gut, ich nehme Horace auch noch nicht mit, der befindet sich jetzt auch hier, den haben wir in der letzten Folge gerettet. Entschuldigung. Ich fasel mir hier schon wieder den Mund trocken. Hier ist Horace, ne? Hat auch schön Fressi-Fressi gekriegt, der Gute. Aber wie gesagt, er soll noch nicht mit. Ich werde mich jetzt mal... Ach, warte mal, ich kann, glaube ich, noch einmal die Waffe upgraden, ne? Ich glaube, ich werde mein Rohr noch einmal upgraden, weil das benutze ich deutlich häufiger. Genau, Aktualisierung. Nimm ruhig mal. Rapier. Ne, nimm das. Nimm dein gutes Rohr. Rohrleitung plus 2. Okay, cool. Gut. So, jetzt ab zum Friedhof. Ich kann nicht mehr machen, ne? Ich kann mal nochmal ein Erntefeld machen. Genau. So. Alter Friedhof. So. Wie sieht deine nächste Prüfung aus? Natürlich immer schön mit Kerze hier. Von Hexen und Rittern. Jo. Ach, die sind blöd. Die sind echt blöd. Ach, die sind schwer auch, ne? Ich weiß es nicht. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Gut. Nee, ich habe keine Lust auf den Ritter. Warte mal. Autsch. Du bist echt unbelehrbar, ey. Aua. Oh, die sind echt so nervig, ey. Jetzt nicht tot gehen. Aber ich habe ja immerhin die Kerze angezündet. Danke. Ja, das war recht hohl von dir. Okay, ich habe es geschafft. Dankeschön. Kleine Verbeugung. 12 Münzen und eine Betrügermedaille. Ja, viel ist das ja nicht, ne? Ja, ich kann noch eine Stufe aufsteigen. Sehr gut. Und ich werde mal nehmen... Ich nehme einmal Seltsamkeit. Genau, ich bin Stufe 29. Ah. Vielleicht kann ich ja noch eine Stufe aufsteigen. Ach, boah, die habe ich jetzt völlig verplempert. Okay. Gut. Ja, ich kann ja welche kaufen. Ist egal. Nochmal eine Kerze anmachen hier. Bei Level 30 will ich dann nochmal erreichen, ehrlich gesagt. Der große Krieg? Ja, bitte. Ihr, okay. Ah, kann man schaffen. Kann man, glaube ich, schaffen. Wenn ich jetzt nicht total nekrotisch werde. Idioten. War's das schon? Ja, das war easy. Okay. Wenigstens kriege ich ein paar Münzen dafür.
Ja, und jetzt vielleicht nochmal etwas Gewalt oder Geschicklichkeit. Ja, ich benutze die... Ja, kommt dem Gewalt. Ist egal. So, okay, gut. Soweit, so gut. Vielleicht noch einen. Dann kann ich nämlich noch einmal Geschicklichkeit nehmen. Und ich werde auch nochmal zu Guru, diesem Typen, der meine Rüstung aufrüstet. Aha, sie hat keine Kämpfe mehr, sie hat eine Erkundungsmission für mich. Bist du mit dem erstaunlichen Edgar vertraut? Nicht mit der traurigen Marionette des Elendskönig im Herrenhaus. Ich meine die Version von Edgar, die im Käfigwald-Zirkus im Tal auftritt. Ich habe versucht, ihn für unsere fröhliche Bande zu werben. Ich habe jedoch gehört, dass er diesen schrecklichen Clowns nacheifert und Alkoholiker geworden ist. Ich möchte dich bitten, in den Zirkus zu gehen und ein Foto von ihm zu machen, damit ich sehen kann, ob das stimmt. Nein. Okay, machen wir aber. Das kriegen wir hin, Rebecca. Das kriegen wir hin. Das sollte kein Hindernis sein. Cool, es entwickelt sich immer noch eine kleine Side-Story. Das finde ich doch sehr schön. Und jetzt mal zurück zu, wie hieß er nochmal? Grumpel oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Namen vergessen. Na, ihr wisst schon, den Typen da mit der Knochenmaske, der vor der Haustür lauert. Oh, das war dumm. Egal, sind keine Gegner mehr hier. Ich schieb eine kleine Panikattacke. Ja, ist gut jetzt. Jetzt ist es gut. Und gleich nochmal, ey. So. Alles wieder gut, Nightingale. Ist nur ein blödes lila Licht, was dir da Angst macht. So. Ui, das war knapp. So, also zurück zum Zirkus, ja? Aber beeil dich doch mal, Nightingale, Mensch. Solltest du dich doch langsam mal gewöhnt haben hier an die Rüstung. Ich will auch gar nicht wissen, wie lange du nicht mehr geduscht hast, aber na gut. So. Da ist er, der gute Thomas. Genau, Thomas, jetzt fällt es mir wieder ein. Aktualisierung, du wirst mal machen hier. Deine Rüstung. Wo ist sie denn? Hier. Plus 3, ja. Sehr gut. Noch einer. Und den Helm noch passend dazu. Sehr schön. Das war's. Kann ich auch was kaufen von dir? Laterne Vertrauter? Ach so, okay. Das hab ich schon, ne? Ach nee, das hab ich... Okay. Das ist kaputt gegangen beim Kampf da unten im Keller. Alles klar, dann nehme ich nochmal eins. Dankeschön, hab ich völlig... Das wäre ja fast wieder was geworden hier. So, leg das mal an, genau. Sehr gut. Jetzt noch ein Foto von Edgar, ja? Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg durchs Moor latschen hier, ey. Na gut, was soll's. Macht ja auch Spaß, ne? Wie gesagt, wäre dieser doofe Sumpfbehemoth jetzt die ganze Zeit noch hier, würde das weit weniger Spaß bringen. Ja, ich hoffe, du kannst das auch würdig entlohnen hier, Rebecca, mit dieser Hol- und Bring-Mission hier oder mit dieser Laufmission. Also irgendwie bin ich jetzt hier die Laufburschin, wenn man so möchte. Aber naja. Ich kann ja dann auch auf dem Rückweg über Stock fahren. Ja, das ist, glaube ich, praktischer. Hallo, Behemoth. Toter Behemoth. Freue mich immer noch, dass du weg bist. Will nicht unhöflich sein, aber du warst echt nervig. So, gleich sind wir dann auch da.
Hab ja die Dauerkarte hier im Zirkus, da muss ich ja nicht mehr blechen. Hoffentlich greift er mich nicht an, wenn ich ihn fotografiere. Aber das würde er nie tun, oder? Na, ich weiß nicht. So eine geile Idee mit dem Zirkus finde ich trotzdem. Heitert das Ganze doch etwas auf. So, wo bist du, Edgar? Da bist du ja. Ja, doch, er trinkt, ne? So, wieder zurück. Ja, ja. Och, das Äuglein. So. Gut, schnell zurück zum Mordok. Und dann da ans Ostufer in die Hütte. Dann nochmal schnell verfluchen und mit dem Spiegel zurück zum Friedhof. Okay. Die fröhliche Bande wurde ursprünglich von Hexen gegründet. Kernmitglieder wurden Betrüger-Initianten genannt. Sie wurden gezwungen, sich jede Nacht zu verbrennen, um das Haus Mostyn zu schützen. Oh ja, die kenne ich noch. Kein Wunder, dass sie so ein Misstrauen gegenüber Autoritäten entwickelt haben. Na, wenn du das sagst. So. Jetzt mal meine Kamera nachladen, kann ja nicht schaden. Danke. So, dann nochmal etwas schnell verfluchen. Na komm. So. Und zum alten Friedhof. Genau. So, ich habe dein Foto, Becker. Sehr gelungen. Und Edgar hat sich auch gar nicht gewundert, warum ich ihn plötzlich fotografiere. So, du machst Fortschritte. Bevor wir weitere Arena-Kämpfe austragen, habe ich eine Erkundungsmission, bla 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 bla. Du hast alles schon erzählt. Ja, habe ich. Es scheint, dass die Gerüchte wahr sind. Diese abscheulichen Clowns haben auf ihn abgefärbt. Ich glaube nicht mehr, dass er für die Bande geeignet ist und werde meine Rekrutierungsbemühungen einstellen. Du hingegen bist sehr vielversprechend. Wir können die Arena-Kämpfe fortsetzen, wenn du bereit bist. Okay, dafür kriege ich jetzt nichts, oder was? Das war ja toll. Naja. Ich habe nur noch 4 Feuerbälle. Einen Kampf will ich, wie gesagt, nochmal machen. Bevor ich gern Osten weitergehe. Schlechter Streit, ja, von mir aus. Ach, die Typen. Ja, die sollte ich doch jetzt eigentlich auch besiegen können, oder? Ich hoffe es mal. Das ist David und Co. in Zombie-Version. So. Bist du stark? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich muss mal eine Kerze aufstellen. Naja. Ich nehme mal mein Rohr. Ist schaffbar. Das war auch der erste Endgegner, den wir besiegt haben. So schwer sollte der auch nicht sein. Aber damals hatte ich ganz schön Mühe mit dem. So, nochmal schnell was gegen die Blutung machen, oder? Reicht das noch? Ja, es reicht. Okay, schnell mit ihr sprechen, damit ich aufleveln kann. Dann verplemper ich wenigstens keine Items. So, Level 30, ich bin gleich 31. Ich nehme Geschicklichkeit, Seltsamkeit. Ich nehme Geschicklichkeit. Genau, ich bin Stufe 31. Sehr gut, sehr gut. So. Schlacht im alten Byzanz. Nein, das will ich noch nicht machen. Ich glaube, ich bin ganz gut unterwegs im Moment, denn jetzt werde ich noch einmal ins Nirgendwo gehen, da nochmal ein paar Gegenstände kaufen und dann weiter gen Osten. Nee, dem hier. Dann kommen wir endlich weiter in der Story. So.
ordentlich viel. So, von mir aus. So, hast du auch hier Kästen, sehr gut, alles klar. Okay. Ach, was ist mit Heilkräutern? Warte mal. Nee, okay. Ich habe, glaube ich, gar keine Tonics verpulvert, deshalb. Gut, nochmal schnell ein paar Feuerbälle gemacht. Ja, 10 Stück sollte reichen. Alles klar. Und zurück. Zurück, gen Osten. Hier, ne? Ja, ich kann mich ja auch mit dem Boot fahren lassen. So ist es ja nicht. Ostwalddock, genau. Der konnte mich ja auch zur Kirche transportieren. Das kürzt es vielleicht doch etwas ab. So. Richtung Westen. Ach so, Erfüllung von Westen. Also, hast du Thomas getroffen? Er ist im westlichen Hof von Mostenhaus. Er hat im westlichen Hof von Mostenhaus einen kleinen Laden aufgebaut. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber er hat immer die feinsten Dinge zur Hand. Eines Tages werde ich mir neue Kleider gönnen und dann werde ich ihn besuchen. Aber für jetzt reichen mir diese Lumpen. Ja, okay. So. Anderswohin reisen, Kirche des ersten Engels. Wir sind gleich da. Oh je. Sei vorsichtig. Dieser Ort ist mir unangenehm. Oh oh. Duvernbach? Moment mal. Das ist die Kirche? Strafkäfig? Eine Kopfbedeckung? Ein rostiger Käfig, der mit Nägeln am Kopf befestigt wird, wurde einst zur Bestrafung von ketzerischen Hexen verwendet. Aha, weniger Fluchschaden. Auch nicht schlecht. Was ist denn das? Opfere Flamme und erhalte die uralten Riten der Zauberei. Nein, da habe ich noch nicht genug von. Das ist ein ganz anderer Ort. Hier will ich ehrlich gesagt gar nicht sein. Riten der Verteidigung? Nein, okay, davon habe ich noch nicht genug. Aha. Also eine ganz andere Location. Ja, reise mal gen Osten. Er sagt auch nichts mehr dazu. Wir sind fast da, okay. Gut. Okay, dann habe ich mich hier so ein bisschen vertan. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß dann, wo es lang geht. Gut, dafür brauche ich also noch... Ja, von diesen Initianten war das, ne? Hier steht gleich der Typ an der Kreuzung, genau, und St. Alice, hier geht's lang. Okay. Und das riecht nach Bosskampf. Schnell angemacht hier. Mondlose, formlose Pfade, blablabla. Ja. So, schnell mal ein Feuerball ausgerüstet. Aha, der Trauerschleier. Ein stabiler schwarzer Hut mit violetten Blumen und einem Spitzenschleier dran. Wer stark trauert, fürchtet den Tod nicht. 50 weniger Angstschaden. Wetten, der macht voll Angst hier. Hallo, wir kennen uns doch. Obwohl der Elendskönig tot ist, greifen uns seine untoten Schergen weiterhin gnadenlos an. Woher sollen wir wissen, dass du seine Sache nicht aufnimmst? Die Antwort bleibt fest. Kein Zugang zur Kirche. Hast du einen Beweis für deine guten Absichten? Ah, ich habe die Visitenkarte doch gekauft. Ja. Du, wo hast du das her? Ich verstehe das nicht, aber Gott wirkt auf seltsame Weise. Hiermit gewähre ich dir Zugang zur Kirche St. Alice. Danke. Schießen? Hehe. So. Nee, ich will erstmal mit dir sprechen. Du hast in der Tat Gottes Gunst. Du kannst die Kirche St. Alice betreten. Außerdem brauche ich dringend den Gegenstand Organfett, um zu verhindern, dass meine sterbliche Hülle zerfällt. Vielleicht könnten wir tauschen. Ja, könnten wir. Altes Schwert oder das Schild. Ich kann ja nochmal ein Schwert nehmen. Sehr gut, dankeschön. So, ich glaube, ich werde hier nochmal kurz das Foyer durchsuchen. Kriege auch wieder schön viele Münzen, sehr gut.
Die Kirche ist wieder eine ganz neue Location. Cool. Das finde ich wirklich cool. Und es wird ja recht friedlich hier. Ich denke, ein guter Platz, die Folge zu beenden. Es ist auch schön hell hier. Da kann ich endlich mal wieder mein Schild anlegen. Und würde sagen, wir erforschen die Kirche beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Withering Rooms. Also, hat mir wieder Spaß gemacht. Sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also, ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.